Moinsen und Servus Leute, der Jörg zockt hier mit die Order 1886. Beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben, hier bei dem Gebettel hier unten. Genau, jetzt wie man sieht, jetzt auch gleich 1 zu 1 weiter. Was zur Hölle war das denn? Eine Bombe ist am vorderen Triebwerk explodiert. Alle Mann, Rückzug! Eimer! Du! An alle! Rebellenkommandant an Bord! Es ist die Frau aus Whitechapel. Ah. Bin an ihr dran. Lasst sie nicht entkommen! Jo, ich probier's, ne? So, dann schauen wir halt mal. Das nehme ich aber dann doch hier lieber die Kniff hier mal mit. Durfte besser sein im Scharfschützengewehr. So, ist jetzt hier direkt einer? Ja. So. Ich habe einen der Rebellen erwischt. Gut, halt ihn fest. Ich bin gleich bei dir. Geile Sache. Schön aus der Hüfte rausgeballert. So. Ja, die hier haben wir noch mit. Weil ich muss nämlich auch die ganzen Pistols, also mit den ganzen Pistolen hier einen Kill machen. Genauso wie man ja gerade schon eventuell schon gesehen hat und so ein bisschen schon in meinem letzten Part, dass ich hier aus der Hüfte rausballer, also ohne zu zielen, ist auch eine Trophy. Weil jetzt meine ich doch mal hier auf den Weg, hier die ganze Trophäen zu sammeln, weil das sonst eventuell, ist jetzt aber gemacht, gewaltig lange dauern wird. Wobei das Spiel ja nicht allzu lange ist. Okay, ist auch nix. So, da ist jetzt der tolle Nebel. Uns wurde ein Schusswechsel im Foyer gemeldet. Sicherheit. Die Lage. Sicherheit. Verdammt. Hörst du mal? Ja. Ich habe mein Ziel verloren. Ich nehme Verfolgung auf. Negativ. Bei den Rettungsbooten sammeln, wir haben ein größeres Problem. Die Rebellen haben eine zweite Bombe an Bord. Oh, verflucht. Oh Mann. Okay, bin unterwegs. Nicht schlecht geplant, vor allem, dass jede Menge von denen da ist. Dass es da keine Sicherheitskontrolle oder sowas gibt. Meinst du das etwa vernünftig? Diese Konsequenzen konnten wir nicht vorhersehen, Alistair. Eure Mission in Whitechapel sollte unentdeckt bleiben. Ich habe Berichte über zahlreiche Verluste und schwere Zerstörungen am Royal Hospital erhalten. Und jetzt das! Ich werde zu meinem Wort stehen. Ich allein übernehme die Verantwortung für alle Konsequenzen, die uns treffen könnten. Sebastian! Du wirst verstehen, dass ich nur noch wenig tun kann, um dich vor dem Zorn des Lordkanzlers zu schützen. Oder des Ordens. Dein Vater wird das einsehen. Doch jetzt sollten wir die zweite Bombe finden, bevor sie detonieren kann. Gute Ritter, eure Hilfe. Wir müssen alle von Bord, bevor es noch schlimmer wird. Sir Lucan wird sie eskortieren und die Evakuierung leiten. Wir müssen die Suche fortsetzen. Dies ist doch die Angelegenheit der Besatzung. Wollen doch nicht an Bord bleiben. Doch. Wir stoßen so bald wie möglich zu ihnen. Geil, geht doch mal Izzy, weiter. Kümmer dich um die Leute und dann geh zum Cockpit. Nein, ich komme mit dir. Izzy, du musst Lafayette finden und dann von Bord gehen. Ich... Dein Bruder will, dass ich dich heil zurückbringe. Tu es. Für mich. Genau, Mädel. Jo, adios, Kollegas. Guten Wir brauchen Waffen. In der Nähe ist eine Wachstation. Bedienen wir uns bei den Waffen der Kompanie. Okay. Finde die Rebellensaboteure. Jep, war ich auch gleich. Ich gebe es nach wie vor nicht auf. Okay. Dann halt nicht. Die Rebellen werden jemanden schicken, um die zweite Ladung zu zünden. Die Rebellenanführerin und deine Komplizin versuchen, einen Notfallplan zu starten. Ja. Das muss es sein. Einverstanden. Machen wir weiter. Oh, guck mal hier, da blinkt alles. Genau, das hier ist wichtig. Ich bleibe hier. Versuch, zum Waffenlager zu kommen. So. Dann gibt es hier mal was zum Kurzschließen. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Ja, okay.
Dann machen wir das ja hier mit den Bömbeln da nochmal. Die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Feiglinge. So, einmal hier und da. Rein in die gute Stube. Schauen wir mal, was sie hier so geworfen haben. Nehmt euch, was ihr braucht und dann weiter. Was haben wir denn jetzt? Da haben wir das hier. Ne, dann nehmen wir lieber die da. Oder? Ja. Okay, Munition, ganz klar. Die Knifte lasse ich aber die hier auch noch. Ah, guck mal hier. Nochmal was zum Anschauen. Ist auch eine Trophy davon. Der Teammeister hat es gut gemeint. Damit könnte man eine kleine Armee ausrüsten. Die Kompaniewachen gehen nicht gerade subtil vor. Mir leuchtet nicht ein, wieso man der Kompanie eine eigene Armee zugesteht. Alles anschauen. Ich wollte nur gerade die Kameraden hier mal ausreden lassen. So, die Granate nehmen wir natürlich auch mit. Was haben wir jetzt hier noch? Ist das hier jetzt eine andere? Okay, wie die auf jeden Fall. So, und das hier? Okay, sind jetzt mal unterschiedliche. Aber ich nehme jetzt erstmal die hier mit. So. Wohin geht's denn jetzt? Ach, vermutlich da. Tach. Voraus könnten Rebellen sein. Bereit machen. Klar. Aber sowas von bereit. So, mach mal einen Kill mit dieser Pistole hier. An alle an Bord Verbliebenen. Keine Panik. Nimm die Tür. Ich gebe Deckung. Da. In die Tür. Hey, was, wo, wie, was? Ja, und warum? Alle das, einen Mann zu töten. Rebellen greifen zu immer dreisteren Methoden. Das ist wohl wahr. Aber hier stimmt was nicht. Das ist selbst für sie zu dreist. Vielleicht hast du recht. Aber wir müssen verhindern, dass es noch schlimmer wird. Aha. Noch eine Granate. Weg da. Weg. Oh. So, hier ist nichts. Da ist auch nichts. Au. Aber geht's zu langsam oder was? Ne, ist das scheiße, wie gewollt. Bewahren Sie bitte Ruhe. Ruhig bleiben. Okay, hier schreit auch nur einer. So, die nehmen wir natürlich auch nochmal mit. Oh shit, nein, 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 nicht da, nicht da, nicht da, nicht da, hier. Puh. Gut. Rebell erledigt. Also definitiv für der Kniff, der haben wir jetzt schon mal einen Kill. So, dann schicken wir uns mal um hier auf die da. Ey. Nein. Ach Mann. Scheiße. So, jetzt weiß ich natürlich nur nicht, ob hier die Kills gezählt worden sind. Ja, ich höre das aber auch gerade noch ein. Ich stehe unter Beschuss! Hat es jetzt irgendwas gebracht? Nee, ne? Ah, hier ist ja noch einer. Sicher,
weitergehen. Alles wir klar. Müssen die zweite Bombe finden. So, perfekt. Da hat einer nur eine normale Knifte. Jetzt warte mal, jetzt hier selbst eine Pistole. Munition. Randale. Halt, was für die Knifte. Alles klar, das war schon ein Aussehen. Aber ich nehme deshalb nochmal einen mit. So. Hä? Kann doch bestimmt auch von hinten wieder reinkommen. So, ein bisschen Kamikaze. Wir müssen das Ziel verfolgen. So. Was ist das denn für eine? Maschinenpistole, okay. Also nochmal eine andere. Munition, gerade für die Knifte. Ja, okay. Dann weiter geht's. Text. Ich hab's! Grace, kommst du wieder? Ich schätze schon. Ja, dann mach halt. Boah, lass dem anderen mal einen Stahlträger im Rücken. Pass auf! Na toll. Da bin ich wohl alleine. Das war verdammt knapp, alter Freund. Knapp ist gar kein Ausdruck. Lass es gut sein! Es muss einen anderen Weg geben. Dafür ist keine Zeit. Geh ohne mich weiter. Ich suche einen anderen Weg. Verlier das Ziel nicht. Geht schon. So, dann sind wir jetzt hier alleine. Dann hätte ich wirklich, dass wir hier auf die Pistole switchen. Dass ich es ja nicht vergesse. Gut, da hinten muss ich theoretisch weiter. Aber hier, hier ist jetzt mal was. Oho. Hä? Das sieht aus wie hier der, mit dem ich jetzt gerade unterwegs war. Das habe ich schon seinen Namen vergessen. Aber wenigstens einmal in der Sackgasse irgendwas gefunden. Tachsen. Okay. Okay, das ist der eine Kill. Machen wir jetzt nochmal sicher zwei Mal. Wie lange können Sie das Schiff stabil halten? Nicht lange, Monsieur. Tun Sie, was Sie können, Maki. So. Geben Sie uns noch ein paar Minuten. Da ist noch einer. Oh, shit. Nein. Fuck. Da muss natürlich jetzt gerade einer mit so einer riesigen Knifte vorbeikommen, ne? Jetzt haben wir nochmal. Lafayette, was ist los? Hallo. Der Schaden durch die Explosion wird schlimmer. Wie lange können Sie das Schiff stabil halten? Nicht lange, Monsieur. Ja, okay. So. Ach, scheiße. Jetzt habe ich hier gezielt. Genau, jetzt kommt dieser Arschloch da. War das schon alles? Okay. Hä? Alter. Was ein Pisskopf. So. Hallo? Die hatten wir, glaube ich, auch schon, ne? Ja. Ich glaube, ja. Okay, hier ist überall nichts. Hier könnte ich wohl auch runter. Hä? So, was war jetzt das hier? Selbstladepistole hatten wir auch schon. So, ist natürlich nur die gute Frage. Muss ich jetzt hier lang? Ah, hier ist schon mal eine Sackgasse. Ja, okay, alle klar. Muss ich vermutlich nach unten. Gut, dann rennen wir halt mal runter.
ist schon mal nichts. Ne, ja auch nicht. Schickes Casino. Hä? Ach ja, hier. Halt. Ist das hier was? Ne. Das sieht immer so aus, wenn da noch irgendwas wäre. Hm. Bam. Wackel, 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 wackel. Wir haben mehrere Gaffeln verloren. Das Schiff ist nicht zu steuern. Und trotzdem bleibt er. Er ist fast so stur wie du. Verlassen Sie das Schiff. Die Grace, wenn es sein muss, schlag ihn K.O. und bring ihn zu einem Rettungsboot. Okay. So, mal da gucken. Ah. Callahan! Wo ist denn die Tante? Nicht schießen! Die fällt immer noch. Es bleibt keine Zeit, Percival. Wir müssen ihn aufhalten. Vertrau mir, Grayson. Hören Sie auf mich. Mann, geben Sie auf. Sie wissen nicht, mit wem Sie es zu tun haben. Wir sind nicht der Feind! Beweisen Sie das! Stopp diesen Wahnsinn! So. Nein, nicht solange die Kompanie ungehindert weitermachen kann! Hä? Werden Sie nicht! Dafür sorgen wir! Es ist zu spät. Ja, eine Rede haben wir Sebastian? Klartext. Freund! Sie müssen das nicht tun! Bam! Hätte ich jetzt irgendwas rücken müssen? Nee, passt. Speicherpunkt. Schon dachte ich, habe wieder irgendwas verkackt. Melde dich, Percival. Galahad, bestätigen. Gray, Sebastian. Meldet euch. Bitte. Zur dunkelsten Stunde, schon Kapitel 6 jetzt. Oha. Ui. Kristallpalast im Hyde Park. Ja, ich würde mal behaupten, wir sind abgestürzt. Sieht zumindest so aus. Gut, dann halt mal wieder hier rumhumpeln. Aus der Höhe den Sturz überleben. Würde ich meinen, ist auch selten. Verdammt. Das ist natürlich jetzt hier dumm gelaufen. Hm. Gray. Um Himmels Willen, antworte. Izzy, ich bin hier. Izzy, kannst du mich hören? Ja, ich glaubte mal fast, dass das Ding defekt ist. Sag ich ja. Na? Ah, jetzt geht's weiter. Ah, hier können wir nochmal irgendwas machen. Ich schätze mal, den sein Kommuniker beklauen oder so. Ach du Scheiße. Tja. Das war's dann wohl. Jetzt können wir natürlich die Story von dem alten Mann da nicht mehr erzählen. Das war der, ne? Oder? Ich glaube ja. Sah zumindest so aus. Lucan, Sagramore, Alien. Wir haben keinen Kontakt mehr zu Percival und Galahad. Ich brauche jeden verfügbaren Ritter umgehend in der Nähe des Kristallpalastes. Milady, das heißt, niemand hätte den Absturz überlebt. Hä? Ich bin's. Gray!
Melde dich! Wo zum Teufel bist du? Okay. Da ist er. An alle! Sir Galahad ist am Leben! Findet ihn! Na. Gut. Oder auch nicht. Komm schon. Nein. Ja, das ist er. Ja. Ja, also jetzt ist ganz klar safe. Wollen wir das definitiv nicht mehr mitkriegen, was mit dem alten Mann da ist. Zumindest nicht von ihm. Ja, und jetzt kann er natürlich die Schuld auch nicht mehr auf sich nehmen, ne? Für das ganze Zeug. Ich glaube, der nächste Ranghöhere bin ja ich. Ich mach das alleine. Ihr beide geht zum Rat. Gray. Schon in Ordnung, Easy. Ich bin rechtzeitig zur Zeremonie bei euch. Mes pensées sont avec vous, Monsieur. Genau. Ich habe nach wie vor nichts verstanden. Hätte auch nur wenigstens hier eine deutsche Untertitel machen können. Zu dem französischen Untertitel. Mein Beileid. Sir Percival war ein großer Mann. Unser Bester. Ich war so frei, das hier an mich zu nehmen. Ich weiß, dass das gegen die Regeln ist. Hä? Nimm seine Pistole, oder? Oder was ist das? Ja, unter anderem. Wahrscheinlich das ganze Zeug, das er bei sich hatte. Eine Taschenuhr. So. Okay. Kann man aber anscheinend nichts damit machen mit dem Ding. Nö, kann man auch nicht. Grayson. Er gibt dir keine Schuld an dem, was passiert ist. Vertreib diese Gedanken. Wie kann ich das? Er war mein Mentor. Mein Bruder. Das war er. Aber denk an die anstehenden Feierlichkeiten. Der Rest kann warten. Es sind so viele Fragen offen, Alistair. Jupp. Definitiv. Ich muss Antworten finden. Mallorys Tod wird gerecht. Diese Rachegedanken dürfen nicht von dir Besitz ergreifen. Sonst wirst du wahnsinnig. Komm. Der Rat erwartet uns schon. Ja, aber irgendwas stimmt aber gewaltig nicht. Lord Hastings ist auf dem Weg vom Vereintes Indienhaus. Er möchte sich persönlich bei dir bedanken, weil du ihn und die Passagiere des Schiffs gerettet hast. Die Vereintes Indien Kompanie steht tief in deiner Schuld. Tja, das bringt den anderen auch nicht mehr ins Leben zurück, ne? Kapitel 7, die Ritterschaft. Eieiei. Schlag auf Schlag jetzt hier. Mehr als 6 Jahrhunderte war der Ritter namens Sir Percival ein Teil unserer Bruderschaft. Er sah ganze Königreiche untergehen.
und andere vorübergehend an ihre Stelle treten. Er sah den Aufstieg der Halbblüter und hat sie unnachgiebig verfolgt. All dessen wurde er Zeuge, weil er hiervon gesegnet wurde. Der Gral. Das Schwarzwasser, das durch unsere Adern fließt. Das Band, das diesen Orden vereint. Das Elixier, das alle Wunden heilt und das Leben der Menschen verlängert. Ah, das ist das Zeug. Und doch verleiht es keine Unsterblichkeit. Jetzt ist Sebastian Mallory, einst Sir Percival, tot. Es gibt die Tradition, in unserem Orden die Ritterschaft nur zu gewähren, wenn einer jener, die diese Ehre und Bürde tragen, gestorben ist. Generation auf Generation haben neue Ritter die Namen ihrer Vorgänger übernommen. Wir haben uns heute hier aus solch einem ehrwürdigen Anlass versammelt. So geht es da also ab. Gut, da werden die Namen wirklich gereicht, ne? Kann man nie aussterben, so gesehen. Aus altem Blut. Spendet der Gral neues Leben. Schwört ihr, Marie-Joseph, Paul Yves Roche, Gilbert de Mortier, Marquis de Lafayette, die hehren Prinzipien unseres Ordens zu ehren? Gelobt ihr, euer Leben in den Dienst unserer Sache zu stellen? Jupp. Von ganzem Herzen. Oder so. Trinkt. Möge der Gral euch Leben spenden. Durch diese Kommunion seid ihr nun Teil unseres heiligen Bundes. Fortan soll nur euer Blut diese Fiole füllen. Au. Möge das Schwarzwasser euch stärken. Nutzt es stets weise. Ich taufe euch, Sir Percival, Diener des großen Königs und Ritter der Tafelrunde. Steht auf, Sir Percival, und nehmt euren Platz an unserem Tisch ein. Das muss ich dir auch mal trauen, damit er hier Wachen! Mit der Hand am Schwert entlang schlurfen. Bringen Sie Sebastian Mallorys Leichnam aus dem Versammlungssaal in die Krypta. Na gut, die Folge wird wohl ein bisschen länger. Ich rufe diesen Rat zur Ordnung auf. So seid ihr ja schon halbwegs gewohnt, ne? Also so schlimm wird es hier garantiert nicht für euch sein. Möge die schreckliche Tragödie, die über uns gekommen ist, jenen als Warnung dienen, die dem Mandat dieses Amtes trotzen. Sebastian Mallory verlor sein Leben nicht im Kampf gegen die Halbblüter. Nein, er wurde Opfer seiner eigenen, unbedachten Handlungen und der Nachlässigkeit jener, die einen Eid auf ihre Pflicht und Opferbereitschaft geleistet haben. Und zu welchem Zweck? Lord Kanzler, ich muss... Öffentliche Gebäude zerstört! Unschuldige Menschen in Gefahr. Unschätzbarer Schaden am Eigentum der Vereintes Indien Kompanie. Nur durch die Gnade der Vorsehung konnte eine größere Katastrophe abgewendet werden. All dies und nicht ein einziger Rebell wurde inhaftiert. Im Gegenteil. Durch ihr Handeln könnten die fraglichen Ritter dem Feind einen großen Dienst erwiesen haben. Der Lord Kanzler spricht vielleicht ein wenig zu barsch. Er täte gut daran, sich zu erinnern, dass Sir Percival wertvolle Beweise
für den Einsatz der Rebellen gegen... reine Spekulation. All dies mündete in einem erbärmlichen Desaster. Ich will nichts mehr davon hören. Mit Verlaub, Lord Kanzler. Setzen Sie sich, Sir Galahad. Mit Verlaub. Auch ich habe einen Freund verloren. Mehr als einen Freund. Ein Bruder. Es ist falsch, deinen Namen derart zu besudeln. Sie bewegen sich am Rande der Insubordination, Ritter. Ich bin mir meiner Verantwortung in dieser Affäre durchaus bewusst. Doch wenn die gleichen Umstände noch einmal eintreten, würde ich wieder genauso handeln. Verstehe ich. Wie Mallory es wollte. Der zeigt mal schön Eier. Oha. Was nun? Rums. Mein Lord! Sirs! Die Rebellen haben Lord Hastings Kutsche überfallen. Er sitzt mit seiner Eskorte auf der Westminster Bridge fest. Alle Ritter zu den Waffen! Schützt Lord Hastings! Löschen wir diese gottlosen Rebellen aus! Sir Galahad! Oh oh. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Ja, ja, ja. Jemand wird Sebastian Mallorys Tod verantworten müssen. Ja. Verlassen Sie sich drauf. Das war so klar. Genau wie ich es vorher gesagt habe. Mann, bin ich gut. Bewaffnet euch und geht in Verteidigungsstellung auf der Brücke. Kapitel 8. Galahad, auf deinen Befehl. Krass. Los geht's. Attacke. Sir Galahad, die Kutsche mit Lord Hastings wurde mitten auf der Brücke angegriffen. Wir wissen nicht, ob jemand überlebt hat. Luke and Egwene Percival, kommt mit! Bam! Was war denn das? Panzer. Ich wusste es, oder? Hastings könnte noch am Leben sein. Wir müssen zu ihm! Okay. Gut, allerdings mal jetzt genau hier nochmal eine Pause, weil ich habe eh schon ein bisschen überzogen. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch mal noch einen schönen Tag. Ciao und Servus.